Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode. Wir haben 21 zu 9 und wir haben in der letzten Episode sehr viele Missionen bekommen. Und also passend zum Fest hier. Und ja, die werden wir jetzt versuchen, einer nach dem anderen mal zu absolvieren. Aber ich möchte gerne noch hier. So. Diese Kiste abräumen. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas versteckt. Falls ihr die letzte Episode verpassen haben solltet, müsstet ihr jetzt oben rechts, wenn ihr auf YouTube seid oder in der App, auf das E-Symbol klicken. Da habe ich nämlich die ganze Playlist verlinkt von Genshin Impact. Oder ihr besucht einfach meinen Kanal direkt, weil da habe ich noch so andere Let's Plays, teilweise auch in 5K. Weil 4K kann jeder, aber was mit 5K? Und natürlich auch immer in 21 zu 9. Also von daher werdet ihr auch nichts verpassen. Hallo, ich bin Liz von Ordo Favonius. Bestimmt hast du bereits davon gehört, doch in Mondstadt finden während des Windblumenfestes allerlei spaßige Aktivitäten statt. Ja, das haben wir ja schon mal mit ihr geredet, nur jetzt ist es halt eine Mission. Davon habe ich gehört. Ja, sag ich doch. Ich empfange alle Gäste, die nach Mondstadt kommen und stellen sicher, dass alle den größtmöglichen Spaß an diesem Fest haben. Weil einige Veranstaltungen des Festes außerhalb der Stadtmauer stattfinden, muss jemand den Besucher alle möglichen Attraktionen vorstellen. Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen, aber ich mache das nochmal der Vollständigkeit halber, damit ihr nicht nochmal das eine Video raussuchen müsst. Es wäre schade, wenn sie all die wunderbaren Spiele verpassen würden, die wir vorbereitet haben. Nun darf ich dir wärmstens jeder Schuss ein Treffer ans Herz legen. Der Name an sich ist ziemlich naheliegend, oder? Schieße die Ziele so schnell und so genau wie möglich ab, um eine hohe Punktzahl zu erreichen. Klingt spannend. Keine Sorge, ich werde den Ort für dich markieren. Du weißt es erst, wenn du es selbst ausprobierst. Zudem kannst du je nach deiner Punktzahl wertvolle Preise gewinnen. Egal, ob du ein Gelegenheitsspieler oder ein Vollblutspieler bist, es macht auf jeden Fall Spaß. Da kann man nicht Nein sagen. Klar, das solltest du unbedingt ausprobieren. Wenn du mehr über andere Veranstaltungen wissen willst, komm einfach vorbei. Du kannst gerne bleiben und das Schauspiel beobachten. Dann, das ging jetzt gerade Schlag auf Schlag. Auf dieser Tafel werden während des... Ja. Während des Windblumenfestes die Orte der Herausforderung für jeder Schuss ein Treffer bekannt gegeben. Sobald die Herausforderung begonnen hat, müssen die Teilnehmer Punkte sammeln, indem sie nacheinander Schüsse auf Ballons abfeuern und diese treffen. Nur Standardangriffe und heftige Schläge können verwendet werden, um diese Ballons abzuschießen. Gezielte Schüsse werden als heftige Schläge gezählt. Diese Herausforderung endet, sobald die Zeit abgelaufen ist. Okay. Come enjoy the Windbloom Festival. Verschiedene Ballons erzeugen unterschiedliche Effekte, wenn sie getroffen werden. Die grünen Windblumenballons verleihen Punkte, während die orangefarbenen Prachtballons eine große Anzahl Punkte liefern. Darüber hinaus werden die Beifallsballons explodieren und die umliegenden Ballons zerstören. Come enjoy the Windbloom Festival. Dass sie mal redet, ist ein bisschen ablenkend. Darüber hinaus werden die Beifallsballons explodieren und die umliegenden Ballons zerstören. Wenn platzen, während die ähnlichen aus den Hummerballons Punkte abziehen, wenn sie platzen. Ach so, warte. Das gibt Punkte. Das gibt große Anzahl an Punkte. Come enjoy the Windbloom Festival. Okay, ich kann nicht weiter runterscrollen, so. Triff mehrere Ballons in einer kurzen Zeitspanne, um Kombos zu sammeln, was die Anzahl der Punkte für jeden Treffer erhöht. Wenn du einen Kummerballon triffst, wird dein aktueller Kombo unterbrochen. Du kannst jeder Schuss einen Treffer auch mit Freunden in Mehrspielermodus spielen, um eure Schießkünste gegeneinander zu testen. Hauptsache Jean, Hauptsache der, Hauptsache die. Gut. Dann teleportieren wir uns mal direkt dorthin. Schauen uns das mal an. Da muss ich ja als Ember spielen, weil ich weiß nicht, ob Ningguang. Wobei, vielleicht. Hier gibt es auch noch eine Mission. Nee, ah, nee, das ist. Okay. Gerade keine Lust zu kämpfen. Ich
Ich will so viele Herausforderungen schaffen wie nur möglich in dieser Episode. Ach, hier ist auch so einer. Ja. Hier muss ich noch mal alles ein bisschen erkunden. Hier haben wir auf jeden Fall noch einiges zu erledigen. Warte, wurde es mir auf der Karte angezeigt? Ah ne, die Erze wurde mir angezeigt. Na ja, okay. Zack, zack. So, da steht irgendetwas. Ah, heißt das, ich muss die erstmal besiegen? It's nothing. Haushaltung starten. Erst jetzt. Oh, ich muss gar nicht mal klettern. Ich werde aber attackiert, na super. Okay, das geht auf jeden Fall nicht. Zack, zack. Ups. Ich dachte schon, ich hätte nicht getroffen, aber... Gerade das Orange wollte ich abschießen. Da läuft einer rum, in Weiß sogar. Bam! Ja, ach Mist. Ist nicht einfach, die zu treffen. Vor allem, wenn man das in 21 zu 9 spielt, hat man echt das Problem, die seitlichen Bewegungen sind dann anstrengender als die Vorwärtsbewegung. Na. Ja, noch eine Minute, krass. Ich bin gerade voll fokussiert, deswegen erzähle ich gerade so gut wie gar nichts. Yes. Ah, ich sehe die Farbe nicht. Das war zu früh. Ach, ich gebe es auch noch weiter. Ach Mist, gerade gesehen. Na. Ah. Ganz knapp da drüber. Schlecht. Zack, zack. Zack, 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 zack. Na komm schon. So. Ich dachte gerade, das Ballon wäre hier blau. Wir haben fast so viele Punkte wie Venti. Ich glaube, jetzt haben wir so viele Punkte wie Venti. Ja, ich glaube, wir sind Erster. Ja, komm schon. Hätte ich vorher schaffen müssen. Mist. Okay. Einfache Truhe. Ah, es darf nicht runterfallen. Okay, ja, da haben wir diese Herausforderung geschafft. Ich gehe mal kurz weg davon, damit ich reisen kann. Ich möchte nämlich gerne weitere Herausforderungen schaffen. Oh, der ist wach. Da ist noch eine Tour. Kleine Planänderung. Er steht wieder auf. Okay. No escape. Dieser kann auch mal was machen. Okay, ja. Alter. What's the hurry? Submit. Ich glaube, wir werden dabei drauf gehen. Na komm schon. Oh, stecken geblieben. Er ist so groß wie dieses Tor. Easy. Nur wir ziehen sehr wenig ab. Wir bauen auch langsam unsere Ulti auf. Ey, aus! Ulti.
Na, aus. Get him. Ich will es mit Dings schaffen. Mit Nua. Don't waste my time. Ich sehe jetzt den Lebensbalken nicht. Ah, jetzt sehe ich es. Eieieiei, Alter. Give up. Jetzt. Droppt da noch irgendwas? Außer die Truhe? Oh. Wir haben ein Item, ein wichtiges Item bekommen. So, aber eigentlich wollten wir diese Herausforderung alle machen. So, wo ist denn die nächste davon? Muss ich denn jetzt jedes Mal da hinreisen erstmal? Naja gut, machen wir erstmal. Teleportieren. Hätte ich vielleicht vorher die ganzen Herausforderungen aktivieren sollen. Naja gut. In diese Richtung müssen wir. Zack. Hier. Hallo, hast du dich an meinen Empfehlungen gehalten? Sie sind nicht so schlecht. Haha, dann kannst du dir auch das neueste Ereignis zu Gemüte führen. Blumen im Wind. Das ist aufregend. Wenn du Abenteuer magst, ist das für dich genau richtig. Spring von hoch oben ab und schwebe durch die Luft, während du mit ganzer Kraft Juhu rufst, okay? Klingt spaßig. Haha, wenn ich nicht die Veranstaltung wäre, wäre ich schon unterwegs. Wie beim letzten Mal gibt es eine Belohnung, wenn du genügend Punkte erzielst. Ich probiere es aus. Klar, das solltest du unbedingt ausprobieren. Du kommst anschließend wieder, dann erzähle ich dir mehr über zukünftige Veranstaltungen. Du kannst gerne bleiben und das Schauspiel beobachten. Come enjoy the Windbloom Festival. So, das ist für Windblume, okay. Beim Sammeln verschiedener Blumensträuße gibt es unterschiedliche Mengen an Punkte. Achso, okay, dann ist das halt, ja, gut. Gleiten und so. Auch mit Freunden im Mehrspielermodus, okay. Amber, war ja klar, dass Amber hier oben ist, Hauptsache Fischl. Hier. Ich werde sie ansprechen. Danke für deine Empfehlung. Ja, ich habe hier noch eine lockere Aktivität mit dem Namen Lied der Landschaft. Sicher kennst du die Barden von Mondstadt. In dieser Aktivität kannst du liebliche Lieder spielen, ganz wie sie. Spüre den Wind in den Bergen und über den Flüssen. Trage dein Lied mit Herzen und Seele vor. So vergisst du garantiert all deine Sorgen. Aber das ist ganz neu für mich. Keine Sorge, diese Aktivität dient genau dazu, den musikalischen Unterfahrenen die Freude des Musizierens zu unterbreiten. Solange du die Hinweise befolgst und dich an den Rhythmus hältst, geht alles gut. Das beruhigt mich. Okay. Na klar, ein schönes Windblumenfest. Come enjoy the Windbloom Festival. Okay, das ist so ein Timing-Spiel. Das heißt, erscheint Rhythmus genau in den Bereich. Combo. Ja, okay. Also, jetzt noch nichts Besonderes. Achso, ja, gut. Dazu kommen wir noch. Okay, teleportieren wir uns jetzt erstmal. Wo war das? Das war hier im Falken-Dings. Genau. Schauen wir uns das mal an. So. So, auf welche Insel? Noch sehe ich es nicht. Achso, das muss da vorne sein. Wahrscheinlich müssen wir fighten, aber da ist schon mal das Schild. Eigentlich sollte ich mit Ningguang eigentlich irgendwie was essen. Oh, die sind abgelaufen wegen dem Laternenfest. Damit hat man Laternen nämlich gebaut. So ein bisschen Leben zumindest. Ja, jetzt ist sie auch satt. Gib mir die Krebsart. So. Ja. Jill, was ist los? Ah, okay, das hatten wir schon mal angesprochen. Ist aber schon ewig her.
Herausforderung starten. Ich bin auf einen Ballon. Ja, geil. Achso, hier ist das. Na, ich kann die Höhe halt hier schlecht einschätzen in diesem Game. Ach so, okay. Na komm schon. Zielkonsole Blumen, Blütendingfall. Oh, das war knapp. Ach, hier gibt es noch weitere unter mir. Ah, das eine habe ich verpasst. Da. Hier gibt es noch was. Ach, die darf ich ja nicht aufheben. Ah, naja, gut. Da ist noch so ein Kranz, der bewegt sich sogar. Ja, Mist, das ging ziemlich schnell runter. Okay. Die hier noch. Zack, zack. Hier runter. Und dann in diesen Ring landen. Ey, wo bewegt sich das hin? Na, nicht so weit weg, nicht so weit weg. So. Geht doch. Auf jeden Fall eine Truhe. Hä? Kam da eben nicht so ein Truhensymbol? Oder haben wir die Herausforderung nicht geschafft? Bin ich gerade blind, oder? Okay, nicht so schlimm. Wir haben doch noch irgendeine Herausforderung. So genau, da müsste ich wahrscheinlich dieses Eventmenü öffnen. Ist das das hier? Nee, das sind wieder diese Season-Sachen. Genau, das hier. Oh, 3000 Punkte. Ich glaube, deswegen haben wir es nicht geschafft. Okay, was ist hiermit? Aber wo ist das denn? Ist das das hier? Da haben wir irgendwas bekommen. Okay. Aktionshändler. Festanekdote. Wir haben so viel zu tun. Auftrag annehmen. Achso, das sind diese Sachen. Ah, okay. Hauptquartier, unterhalte dich mit Plauen. Armaris. Okay. Brooke. Achso, warte, wir nehmen das erstmal alles an. So. So. Auftrag annehmen. Machen wir das hier zuerst. Machen wir das chronologisch. Wo müsste ich denn dafür hin? Ah, sogar nach Mondstadt. Passt doch. Irgendwie gerade komisch. Ein bisschen unübersichtlich alles mit den Missionen und den Herausforderungen, aber ja gut. Das mit der Musik müssen wir noch machen. In a trade war, the perfect hunter leaves no trace. Ich habe die Mission schon mal angenommen. Gehen wir nochmal zu der einen, zu der Ellie's oder so und akzeptieren die Mission mit der Musik. Scheinbar kann man das ja nur vor Ort machen. Und ja. Dann habe ich schon mal die nächste Mission markiert, auf jeden Fall. Wo muss ich runter? Ich muss hier runter, glaube ich. Ja. Nein, es reicht nicht mehr. So. Nee, das war auch nicht Ellie, die da hieß. Sie hieß doch anders, oder? War das Ellie? Nee.
Liz, so. Spaß auf dem Windblumenfest. Was tust du hier? Achso. Jetzt erzähl dir das, was wir schon mal gelesen haben. Wenn du hast nach einem Abend Plauen zu suchen. Er kann dir alles. Okay, Plauen. Die Mission haben wir eh schon angenommen. Okay. So, nochmal einen kleinen Skip. So, dann fliegen wir dorthin. Aramis, okay. Superhero Landing. Zack. Aber wie es weitergeht, werdet ihr in der nächsten Episode sehen. Haha, nein. Deswegen lasst ein Abo da, weil so könnt ihr mich am besten supporten. Auch am besten das Glockensymbol klicken, weil dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich einen Stream starte, weil ich streame nämlich nur noch auf YouTube. Like, Dislike, kommentiert meine Videos, egal, Feedback, Anmerkungen, Fragen, die versuche ich in der Regel auch zu beantworten. Folgt mir auf meinen Social Media Kanäle, die habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Auf Instagram werdet ihr auch meistens erfahren, wenn es nicht zu so spontan bei mir wird, auch wann ich streame exakt. Und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.